Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und wir haben in der letzten Folge niemanden verloren. Das ist doch schön. Jetzt geht's bergauf. Auf jeden Fall müssen sich aber unsere Leute erst einmal wieder erholen. Und dann schauen wir mal, ja, ob wir es tatsächlich noch innerhalb von 16% schaffen, uns so weit zu erholen, dass wir... Ach Gott. Irgendwas machen können. Okay, los geht's. Das schaffen wir, kein Problem. Okay, wir gehen da doch nicht hin. Mal sehen, das hier ist ein Berserker. Ja, die sind auf sich selbst angewiesen. Und ich müsste mal gucken. Können wir die da eventuell? Moment, Zufluchtinfo. Den können wir uns leisten, denke ich. Wir brauchen 360 Nahrung. Danke, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu gefährlich. Personal brauchen wir gerade nicht. Produktion, nein. In der Basis haben wir es. Nein, doch nicht. Unter Personal? Tatsächlich, ja, da ist die Sicherheitsverwahrung. Chirons bringen 93 Nahrung. Tja, dann. So ein Feuerwurm. Achso, den kann ich nicht wegmachen. Den muss ich. Ich muss ja noch welche erforschen. Chiron-Vivisektion kommt rein. Feuerwurm-Vivisektion kommt rein. So. Und jetzt haben wir nur noch. So, ne, wir haben die immer noch. Die Sirene kann ich trotzdem mal entfernen. Oh. Einfach so töten? Nein. Ich will sie ernten. Wir können uns die Nahrung eventuell einfach kaufen. Zufluchtinfo. Moment. Das hier sind 360 Nahrung, die wir brauchen. Auf so viel kommen wir nicht. 17 Stunden haben wir noch. Das wird knapp. Moment. Handeck. Holen wir uns erst einmal die Nahrung, die sie uns anbieten hier. 197 haben wir. 360 brauchen wir. Ihr fliegt mal bitte hier hin. Handeln. Das können wir uns noch holen. So. Wie viel brauchen wir doch gleich? 360. Das heißt, wir brauchen noch 67. Okay. Ja, wir können 105 aus einem davon rauskriegen. Fluchtinfo und Crashik kommt mit in unser Team. So, jetzt haben wir das geschafft. Leider werden wir uns hier nicht wirklich erholen. Das ist doof. So, dann schauen wir uns mal das Personal schnell an. Wir haben Leute, die aufleveln wollen. Shadow. Bombenschütze. Fähigkeit mit montierten Waffen erhöht. Das ist nicht schlecht. Dann gebe ich dir das mal und Paris, Wildcard. Ah, ich weiß nicht, ob ich hier Christina Kostas braucht das nicht unbedingt, ne? Hier, Shadow, du bekommst eine montierte Waffe, mit der du gut bist. Okay, das haben wir. Hier haben wir Crashik, den Bargainer. 10 Stunden haben wir noch. Kriegen wir in der Zeit ein Gewehr, falls wir es in Auftrag geben können?
Wo sind sie denn? Moment kurz. Zack, 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 zack. So, alles raus, bis auf das Raven. 43 Tech und es braucht 7 Stunden. Das können wir hinkriegen. Falls wir genug Tech kriegen. Hier können wir ein bisschen Tech rauskriegen. So, eins davon weg. Die Neuralpistolen nicht, die brauchen wir noch. Aber die Laserpistole kann weg. Ah, hier haben wir noch was, das weg kann. Sehr schön. 62, ich glaube, ich brauche 64, ne? Jetzt muss ich schon wieder die ganze... Das ist dämlich, dass man es immer wieder abwählen muss hier. Ja, das Athena braucht 64... Oh, Moment, das Athena will ich ja gar nicht. Ich will ja den Raven. Da haben wir es. 43. Oh, ich hätte schon die Pistole, glaube ich, gar nicht mehr machen müssen. Okay. Gut, das haben wir. Dann gehen wir nochmal alle durch, die so noch da sind. Ich gebe den einen Phoenix Point hier für ein bisschen mehr Willenskraft. Kostas, du bekommst Inspirieren mit. Außerdem ein bisschen mehr Willenskraft. Und Stärke? Nee, ich glaube nicht. Was wir aber auf jeden Fall mal mitgeben. Hier. Die Brandgranate. Sollte generell mehr davon haben für den Fall, dass Überfälle auf Basen stattfinden. Da gehört das zu meinen besten Verteidigungsmöglichkeiten. Kann ich hier noch irgendwas geben? Bewegungssensormodul. Er bleibt ja eh relativ weit hinten, ne? Dann kann er das auch haben. Ich denke, das geht soweit. Ach ja, hier noch ein bisschen mehr Willenskraft. O'Connor, was kannst du gerade... Moment mal, hast du überhaupt... Ja, das ist ein Raven, sehr gut. Hier, denke ich, habe ich auch soweit alles drin, was ich drin haben kann. 13 FP sind noch übrig, kriegst ein bisschen mehr Willenskraft. Irene, du könntest ein bisschen mehr Stärke bekommen, brauchst du aber nicht unbedingt... Ich gebe dir mal das hier noch mit, einfach weil du es tragen kannst. Und ein bisschen zusätzliche Geschwindigkeit. Da müsste ich viel mit reinzahlen. Ich gebe ein bisschen zusätzliche Willenskraft. Die 3 zahle ich noch. Alia Brooks. Ja, da müssten wir demnächst mal für eine bessere Waffe sorgen. Also für eine, für die wir die Munition auch herstellen können. Und ansonsten. Hier kriegst du noch ein bisschen Stärke. Kriegst noch eine Granate mit. Was haben wir denn hier? Weitsicht. Bonus Traglast und Stärke, das ist nicht schlecht. Das könnte man auch demnächst mal machen, aber nicht jetzt. Shadow ist soweit fertig. Ich denke, dann sind alle soweit fertig. Bis auf natürlich Kreschik, der noch seine Waffe braucht. Gut, dann warten wir ab, bis die Waffe fertig ist. Dann machen wir kurz Pause und... So, Personal, Kreschik, Waffe. Bitte sehr. Okay, sollte ausreichen, denke ich. Muss ausreichen, ich habe nicht mehr so viel Munition, so viel Tech, um mir ganz viel zu leisten. Und so viel Nahrung und ich habe nichts. Fassen wir es kurz zusammen. Apropos nichts, wirklich mein gesamtes Personal ist auf den... Flugzeugen. Reparatureinrichtung? Nö. Ich gucke, ob ich hier gerade irgendwo vielleicht noch eine Option sehe, um Leute zu platzieren, aber ne, ich scheine die nicht zu übersehen. Die ist tatsächlich einfach nicht da. Und weiter geht's. Wir werden überfallen. Asuka-Tsuna wird auch angegriffen, aber dagegen kann ich nichts machen. Dann geht es los. So, dann schauen wir uns doch mal die Situation an. Beschütze die Schlüsseleinrichtung. 26%. Ja, das meiste ist hier ja schon kaputt. Okay, wir haben einen mit einem Virusgewehr. Nicht ganz so schlimm.
Normales Sturmgewehr. Oh, nur ein Schildträger, das ist gut. Der hat kaum Rüstung, der Drache, das ist gut. Also, er hat kein Schild. Und er hat wirklich nur den Säurewerfer. Naja, und Nahkampfmöglichkeiten. Oh, ein Raven, das ist gefährlich. Und ein Sturmgewehr. Also der gefährlichste ist momentan der Triton-Schütze meiner Ansicht nach. Das ist auch der mit den besten Möglichkeiten gerade anzugreifen. Ich würde sagen... Ja, die können auch alle nicht zurückschießen natürlich, wenn ich was mache. Das heißt... das ist ein bisschen doof mit... Okay, Moment. Wenn ich hier hingehe, sollte ich danach noch zurückgehen können. Hierhin. So, okay. Und das dürfte auch nicht gegen die Brücke gehen. Okay, wir haben einiges an Schaden angerichtet. Schön. Bei dem kann ich es nicht genau erkennen, wie viel, aber ein bisschen. Du gehst hier in die Deckung. So, der Schildträger ist außer Gefecht gesetzt. Sehr schön. Der hier noch nicht. Der hat so gut wie gar nichts abbekommen. Und was wurde jetzt hier ausgewählt gerade? Holmes, online. Ah, Link ist in einer relativ guten Position. On the mark. Wunderbar. Du läufst einfach mal nach vorne. Alia Brooks, was kannst du gerade Schönes tun? Nicht wirklich viel Schönes, deswegen gehst du einfach mal hier hinten hin als Unterstützung. Ja, die ganzen Leute, die aus irgendeinem Grund hinten starten. Den Aspider bringen wir mal relativ weit nach vorne. Wird sicher noch gebraucht. Wenigstens haben wir heute nicht so viele Atrons mit Gewehren da vorne. Die sind immer etwas unangenehm. Du gehst mal hier hin. Der Scharfschütze muss ein ganzes Stück laufen, damit er dich dorthin treffen kann, dorthin schießen kann. Crashic geht hier hin. Hat zum Glück schon schnelles Zielen gelernt. Das heißt, der darf direkt schießen. Das ist schön. Welchen... Achso, nee, den müssen wir nicht weiter anschießen. Okay, nicht schlecht. Und gehen noch ein Stückchen weiter in Deckung. Dann Raider, du läufst... Na, warum Standby? Wahrscheinlich bin ich mit dem Daumen auf die Leertaste gekommen gerade. Sowas kommt vor. Dashing ahead. Mein Wellensittich singt im Hintergrund wieder. Autsch. Ja, das war das Raven. Oh oh. Okay, das ging zum Großteil in die Rüstung. Aber das Raven hat eben Rüstung durchdreht. Oh oh, das, wenn der jetzt reicht, weit genug dran ist, nah genug dran ist. Okay. Der rennt weg, sehr schön. Oh, der rennt nicht weg. Ich glaube mit... Ah doch, der ist einfach nur zum anderen Punkt gelaufen. Virusgewehr, nicht so schlimm. Ich glaube, die Säure sollte nicht ausreichen, um jetzt zu töten. Ganz sicher bin ich leider nicht. Daneben. Na los, ich will sehen, ob meine Leute überleben. Okay, wunderbar. Alles kein Problem. Ich überlege, ob hier der Flammenwerfer gerade angemessen wäre. Und ich denke, er wäre. Ah!
ne? Sehr schön. Dann gehst du hier hin, wo dich unsere Heilerin heilt. You'll need this. Natürlich können die hier noch rumlaufen. Aber die beiden, also der ist erstmal ziemlich außer Gefecht. Und der auch, ja. Obwohl, mit der Regeneration ist jetzt die Frage, wenn er auf jedes Teil gerade Schaden bekommt durchs Feuer, dann dürfte die Regeneration nicht dafür sorgen, dass er wieder aktiv ist, glaube ich. Standing by. Und Wildcard gerät in der nächsten Runde in Panik. Du nimmst mal das hier mit nach vorne noch und das war's. All set. Moving to coordinates. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre. Gucken wir mal lieber hier. Target missed. Schaden gegen den Unterwerfer, aber nicht gegen den Triton. Gut, du läufst einfach noch ein Stück vor. Der Aspida, den könnte ich da vorne halbwegs gebrauchen gerade. Du kannst den Triton dort hinten ins Visier nehmen, bitte. Oh, Moment mal. Was ist das für ein Gewehr? Das ist ein Peiniger, eine Schrottflinte. Da hatte ich es beinahe richtig ausgesprochen. Das wollen wir ja gar nicht hier haben. Okay, du schießt bitte auch auf den dort hinten. Okay, Rumpf und Arm deaktiviert. Leider kann er immer noch schießen. Obwohl, kann er. Er bekommt jetzt 30 Schaden und... Ja, okay, der lebt noch. Aber vielleicht können wir das ja korrigieren. Ah, verdammt. Ich hielt das für die... Ja, diese ganz häufig Schießflinte. Advancing. Na, versuch's. Wie gesagt, war ein Versuch. Okay. Der schießt keine Granaten mehr. Du gehst bitte ein kleines Stückchen nach vorne, um eine Deckung für Wildcard zu bieten. Na los, schieß. Ja, war auch wieder Schuss ins Blaue, in der Hoffnung, einen Treffer zu landen, damit der schneller stirbt. Aber okay, jemanden hier hinten in Panik zu versetzen, ist auch nicht so schlimm. Ja, das ist gemein. Aua. Deaktivierter Kopf, nicht so nett. Der da ist ein bisschen zugrunde gegangen. Das sieht aus, als wäre da jemand im Feuer. Der ist auf jeden Fall drumherum gelaufen. Yay, ein neuer Atron. Okay. Nummer 1 ist sein Zug. Meinst du? Okay, du gehst hier hin. Der Aspida kommt hier hin. Und ich hätte das am Ende des Zuges machen sollen. Jetzt versperre ich mir den Blick. Außerdem kann ich den gar nicht ins Visier nehmen, wie es aussieht. Aus irgendeinem Grund. Nicht genug Aktionspunkte, aber das braucht eigentlich nur 2. Okay, ich weiß nicht, was da genau los ist. Auf jeden Fall gehst du erstmal hier. Hier hinten hin. Hey!
Okay, mal sehen. Erst einmal, der da ist ziemlich tot. Der hier ist nicht so tot, wie ich gerne hätte. Hat mit einer Schrottflinte getroffen. Repositioning. Okay, sehr gut. So langsam sollten die auch irgendwann mal in Panik geraten, ne? Versuch's. I'm on the move. Gut, du kannst weiter nach vorne laufen. Der Speeder parkt. Du, ja, gehst wieder ein Stück zurück. Du passt hier auf. So gut es geht. Du läufst ein ganzes Stück nach vorne. Du läufst auch ein ganzes Stück nach vorne. Und noch einer. Wo kommen die ganzen Atrons her? Ich weiß, aus der Zitadelle. Wir haben sie ja schon erforscht. Also, entdeckt. Ah, verdammt. Und, oh Gott. Ah, verdammte Schrottflinten. Ja, wir haben eine ganze Menge rumverkaufen müssen, um den zu sammeln und gleich wieder verloren. Schön ist das nicht. Ist ja schön, dass du okay sein wirst, aber alle anderen nicht. Aua! Okay, zumindest haut das mit der Heilung diesmal hin. Confirming target. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich gehofft hatte. What's our plan? Gut, du versuchst es nochmal. Hm. Naja, verwirrt ist er, aber verwirrt bedeutet, dass er noch zwei Züge hat, ne? Ah, ne. Aktionspunkte werden auf 1 reduziert. Okay, kann zumindest nicht schießen erst einmal. Ich stelle mich meinen eigenen Leuten dauernd in den Weg. Das ist auch nicht unbedingt das Beste. Naja. Mach du das mal, vielleicht kriegst du dort die Deckung weg. Kannst du aber gerade gar nicht. Den Aspider bringen wir wieder ein kleines Stück weg. Und hoffen, dass wir hier nicht noch jemanden verlieren durch den Scharfschützen. Ja, du kannst gerade nichts machen. Du kannst gerade nichts machen. Sonst haben wir nicht mehr wirklich welche übrig. Be right there. Ja, es war sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es war möglich. Aber verdammter Virusschaden. Okay, der brennt sich ein klein bisschen an. Brennt sich an? Was soll denn das bitte für ein Deutsch sein? Aua!
Oh, das sind zwei Dinge, die deaktiviert sind, das heißt zwei blutende Stellen. Nicht gut. Schieß mal bitte in die ungefähre Richtung hier. Mal sehen, ob du was triffst. Das war zu brutal, das musste gestrichen werden. Deswegen durften wir nichts sehen. Okay, schnelles Zielen bitte. Wir müssen ein klein bisschen aufräumen. Moving to coordinates. Okay, das Maschinengewehr ist kaputt, immerhin. Und du passt einfach auf dieses Gebiet auf. Kopf deaktiviert. Ah, nicht ausreichend. Okay, zumindest macht er nichts Böses gerade. Die gehen in Deckung. Doch nicht. Aua, die haben entschieden zu viel Rüstung. Okay, mal sehen. Keine Munition mehr, na dann legst du mal nach. Oh, generell keine Munition mehr. Das ist ein Problem. So, Moment, gucken wir erstmal, auf wen wir da schießen müssen. Den hier können wir wahrscheinlich so ausschalten. Ohne dass wir einen Scharfschützen dafür brauchen. Das ist nervig. Mal sehen, ob wir ihn so aufdecken können. Scheint nicht so. Na, wär's mal so. Tja, toll. Okay, dann... Ja, den schnellen Schuss haben wir schon aktiviert, aber... Oder? Habe ich den schon aktiviert? Ich glaube schon. Verfällt der, wenn man nicht direkt schießt? Was ist der Plan? Was ist unser Plan? Okay, du gehst mal bitte hier hin und heilst. Und dann gehst du hier in die Deckung. So, schnelles Ziehen, damit wir hier auch noch ein kleines Stück wieder zur Seite treten können. Oh, verdammt. Hier, das hier für eine weitere Mauer. Ah, na gut. Okay, rennt weg.
nehme an, der ist in Panik geraten. I'm here. Da ist er. Gut, das Raven ist zerstört. Das ist doch schon mal was. Und hier hin. So, du heilst hier mal. Die Munition regeneriert sich bei dem ja ohne Probleme von selbst. Und vielleicht können wir ein bisschen Zeit draußen sparen dann. Die wir brauchen, um unseren Neuling zu ersetzen. Du gehst mal bitte hier hin. Du stellst dich bitte direkt hier vor, nur für den Fall der Fälle. Rennt weiter weg. Hat er nicht noch... Der hat doch noch den Arm zum Angreifen. Aber okay, will nicht. Komme ich mit klar. Ja, sie haben wieder einen getötet. In Stufe 4er. Ja, Vader und Aerim sind aufgestiegen. Das ist immerhin gut. Unsere Truppen haben den Gegner erfolgreich zurückgeworfen. Die Basis ist vorerst gesichert. Ja. Achso, nee, wir haben zwei Leute verloren. Tut mir leid. Da habe ich natürlich was übersehen. Ach Gott. Es läuft nicht gut. Es läuft gar nicht gut. Ich überlege im Prinzip schon, einfach nochmal von vorne anzufangen, jetzt, also diesen Spielstand abzubrechen. Was haltet ihr davon? In die Kommentare schreiben. Und zwar schnell, denn die morgige Folge werde ich wahrscheinlich erst morgen aufnehmen. Und dann... Oh, da ist offenbar eine Nebelabwehranlage fertig gebaut worden und fängt gerade an zu scannen, oder? So, nee, ist kaputt. Ja, also momentan produziere ich wirklich nicht vor, deswegen, wenn ihr Kommentare macht, wie zum Beispiel, ach komm, lass, sind nur noch 16%, die du überleben kannst und dann ist alles kaputt. Ja, ich überlege, ich gebe an sich nicht gerne auf, gefällt mir nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie unterhaltsam es ist, einfach nur beim Verlieren zuzugucken. Weil wirklich mehr mache ich gerade nicht. Ich komme ja nicht dazu, mich zu erholen, um einen Gegenangriff zu starten. Also, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.